Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Kurz nach Sonnenaufgang bin ich schon unterwegs. Und zwar heute nehme ich euch mit, sofern ihr Lust habt, mit dabei zu sein, auf eine Gassi-Runde von mir. Ich laufe heute über einen Rundweg zum Kloster Kirchberg, über die Himmelsleiter und dann wieder zurück an vielen Seen, an den Kloster Kirchberg-Seen oder Teichen, wieder zurück in Richtung Wöldorf. Geparkt habe ich in Wöldorf und zwar, da gibt es einen Wanderparkplatz, ist im Ort bei Wöldorf ausgeschildert, also Wöldorf bei Haigerloch. Kann man relativ gut parken, geht dann durch Unterführung unter die Bundesstraße durch und ist dann schon recht schnell im Wald. Wie gesagt, ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier schon im tiefen Wald. Wie gesagt, Gassi-Runde heute Morgen, also es ist nichts außergewöhnliche Wanderung. Ich laufe die Runde öfters, circa 8 Kilometer, 2 Stunden, wenn man sie flott läuft. Wie gesagt, heute Morgen herrliches Wetter. Wir haben aktuell noch so 0 Grad, minus 1 Grad. Die Sonne ist schon draußen, ein herrlicher Sonnenaufgang heute Morgen schon gehabt. Es soll heute einen traumhaften Frühlingstag geben. Von dem her ja gar nicht schlecht, dass wir heute früh schon unterwegs sind. Und jetzt gehen wir in diese Richtung mal. Das erste Zwischenziel, das wir haben, ist der Zollerblick und dann anschließend die Himmelsleiter. Aber das zeige ich euch dann natürlich im Video. So, wir kommen jetzt zum ersten kleinen Highlight der Tour und zwar zu einem alten Judenfriedhof. Ich zeige euch das mal hier. Ich hoffe, das kann man lesen. Ein Schild, jüdische Gemeinde Haigerloch. Quasi hier ein recht alter Friedhof. Jetzt zeige ich mal das Schild. Ich blende euch das aber auch noch als Foto ein, für diejenigen, die es durchlesen wollen. Hier. Sehr alte Grabsteine, sieht man hier. Leider auch immer wieder Beschädigungen. Also liest man immer mal wieder auch in den Medien, dass hier beschädigt wird. Was natürlich totaler Quatsch ist, sowas. Also kann man nicht verstehen, was manche Menschen da machen. Wir gehen jetzt in die Richtung weiter, Richtung Himmelsleiter. So, jetzt kommen wir hier zum bereits erwähnten Burgblick. Man sieht hier auf die Burg Hohenzollern. Die ist allerdings schon noch ein paar Kilometer entfernt. Dennoch kann man hier die Burg Hohenzollern erkennen. Ich gucke mal, ob ich das euch irgendwie im Video zeigen kann. Also traumhaftes Wetter heute früh, brutal gut, super klasse. Hier unten sieht man jetzt eine kleine Ortschaft, das ist Gruhl. So nennt sich das, Gruol geschrieben. Von meiner rechten Seite hier hinter. Gucke ich auch mal, ob ich das euch zeigen kann. Hier hinter sieht man Heiligenzimmern. Und hier jetzt gegen die Sonne, das werdet ihr da vermutlich gar nicht richtig erkennen, sieht man die Burg Hohenzollern. Mal gucken, wie die Aufnahmen sind bei so Gegenlicht. Hier sieht man die Burg Hohenzollern, aber wie gesagt, die ist noch Luftlinie gefühlt, schätze ich mal so um die 20. 30 Kilometer weg. Jetzt sind wir auf der Himmelsleiter, also Himmelsleiter abwärts. Wir gehen das nicht hoch. Ich laufe das sehr oft die Runde auch hoch. Jetzt gehen wir aber runterwärts. Die Himmelsleiter, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Ich vermute, das sind so circa 200-300 Stufen, die man hier bezwingen muss. So rund 100 Höhenmeter, nicht ganz. Ich glaube 80-90 Höhenmeter. Aber wie gesagt, wenn man natürlich hier hochläuft, recht flott, dann ist es schon ein bisschen anstrengend. Runterwärts geht's, ist eigentlich sehr gut zum Laufen. Wie gesagt, die Stufen sind auch sehr gut in Schuss. Bei Trockenheit sowieso gar kein Problem. Wenn es nass ist, muss man ein bisschen aufpassen, weil das Balken sind quasi. Hier zeige ich es euch nochmal. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Wartet mal, ich gehe noch ein bisschen runter. So sieht es aus. Die Himmelsleiter hier.
Hintergrund seht ihr jetzt den ersten dieser, ich glaube, 6 oder 7 Weiher, die Richtung Kirchberg führen. Wirklich, die liegen sehr idyllisch im Wald. Man hat auch Sitzgelegenheiten, das heißt, gute Möglichkeit zum Rasten. Allgemein gibt es hier viele Sitzgelegenheiten. Es gibt auch Spielplätze für die Kids. Wirklich von dem her in der Tour für Kinder sehr gut geeignet, muss man sagen. Kinderwagen tauglich, ja, es hat 2, 3 Stellen, die sind ein bisschen kritisch. Aber ansonsten, sagen wir, wenn die Kinder schon einen Teil laufen können, dann kommt man da eigentlich gut durch. Ausschilderung habe ich noch gar nichts dazu gesagt. Es gibt eine Ausschilderung, die nennt sich Kirchberg Rundweg. Und dem laufen wir eigentlich immer entlang. Es gibt auch kleine Schilder, die auf diesen Kirchbergweg weisen oder auf den Hohenzollernweg. Also alles ist eigentlich gut ausgeschildert und man kommt auch nicht wirklich falsch. Jetzt nochmal ein Blick auf den See. Wirklich sehr, 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 sehr idyllisch. Und wir gehen jetzt quasi entlang der Seen weiter nach oben Richtung Kloster Kirchberg. Ich sage euch dann auch, wie viele Seen oder wie viele Weiher es denn letztendlich waren. Ich denke 6 oder 7. Jetzt sind wir am 6. Weiher angekommen, also 6 Weiher sind es, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ihr seht im Hintergrund schon das Kloster oder ein Teil vom Kloster. Zeige ich euch nachher natürlich den Eingang. Wir laufen am Eingang vorbei. Aber diese Weiher sind wirklich sehr, sehr naturbelassen, sehr idyllisch und wirklich ein traumhafter Blick hier. Hinter mir seht ihr jetzt den Eingang zum Kloster Kirchberg. Ich gehe jetzt nicht rein heute Morgen, da gibt es eigentlich recht viel zum Sehen im Kloster Kirchberg. Es ist wirklich toll hier. Es gibt hier auch einen Kaffee. Im Sommer immer wieder schöne Feste, auch am 1. Mai wirklich tolle kleine Feste hier oben. Man kann hier auch übernachten. Es ist auch ein Konferenzzentrum noch mit dabei, also man kann Konferenzen hier abhalten, man kann übernachten, also es gibt hier viele Möglichkeiten, wie gesagt. Tolles Kloster, tolle Klosterkirche, auch ein toller Klostergarten. Ich zeige euch jetzt mal separat, werde ich mal das Kloster für euch erkunden und dann gehe ich rein und dann zeige ich euch Bilder dazu. Wie gesagt, hier ist der Eingang vom Kloster. Wir gehen jetzt aber genau in die entgegengesetzte Richtung weiter. Man hätte hier oben auch noch mehrere andere Möglichkeiten, die man laufen könnte. Also man könnte auch noch zum Aussichtspunkt Wannbühl, heißt der Aussichtspunkt, das ist ein Kreuz, auch dort eine tolle Sicht Richtung Burg Hohenzollern. Wir gehen jetzt in die Richtung weiter und gehen dann quasi wieder zurück. Ich denke mal, wenn man hier ist am Kloster Kirchberg, haben wir so genau die Hälfte von der Tour. Thank you.
Die Runde, die Kirchbergrunde oder der Kirchbergrundweg hat ca. 8 Kilometer, 200 Höhenmeter, 250 Höhenmeter und eine Gehzeit von rund 2 Stunden. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht natürlich, habe noch eine kleine Pause eingelegt, einen Tee getrunken. Wir sind jetzt auf dem Rückweg Richtung Auto, Richtung Parkplatz. Also es ist wirklich eine schöne, schöne Morgenrunde, wo man machen kann, wenn man sie gemütlich macht mit Kindern und den einen oder anderen Spielplatz noch mitnimmt oder vielleicht auch das Kloster anschaut, dann kann man natürlich da auch 3 Stunden draus machen. Aber für länger soll es eigentlich nicht dauern. Die Wege sind schön, wobei sie natürlich immer noch recht nass sind. Also im Wald haben wir schon noch extrem viel Feuchtigkeit. Wir laufen jetzt wieder zurück Richtung Wöldorf bzw. Richtung Parkplatz bei Wöldorf. Das ist am Ortsausgang von Wöldorf. Genau an der Bundesstraße, also im Grunde auch gut zu erreichen. Würde mich natürlich freuen, wenn euch die Runde gefallen hat, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und vor allem auch ein Abo. Danke schon mal für die, die den Abo-Knopf drücken. Und bitte die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ich empfehle euch auch immer mal Videos von mir hier auf der Schwäbischen Alb oder am Rande der Schwäbischen Alb. Wir sind aber auch oft in den Bergen unterwegs. Also von dem her, wie gesagt, freut mich, wenn ihr mal wieder reinschaut. Bei Fragen die Kommentare bitte benutzen. Ihr könnt auch gerne natürlich euer Feedback hinterlassen, wie ihr die Tour gefunden habt. Wir gehen jetzt zurück zum Auto und dann wieder Richtung Heimat. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Andi.